Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Reihe, warum du trotz regelmäßigem Fitnesstraining nicht abnimmst. Heute möchte ich mal auf das Thema Ausdauertraining eingehen und zwar nicht auf die Frage, was ist besser zum Abnehmen, Ausdauertraining oder Muskeltraining, sondern ich möchte darauf eingehen, dass viele Leute im Ausdauertraining völlig falsch trainieren. Die trainieren in völlig falschen Belastungsintensitäten, in Belastungsintensitäten, die überhaupt nicht zu ihrem persönlichen Trainingsstatus und damit gar nicht zu ihrer persönlichen Situation passen und damit auch nicht zielführend sind für das Thema Gewichtsmanagement, Fettverbrennung und Abnehmen. Und zwar ist das ein bisschen so, meiner Erfahrung nach einfach, viele Leute hören und lesen in Magazinen, Internet, Foren und so weiter über HIIT-Training, High-Intensity-Training oder High-Intensity-Intervall-Training. Kurzum, sie hören und lesen, dass man sehr intensiv und hart trainieren soll, weil man dann sehr, sehr viele Kalorien verbraucht. Und erstmal muss man sagen, das stimmt auch. Dein Körper funktioniert so ein kleines bisschen von der Art und Weise her wie ein Auto, wie ein Motor. Wenn du beim Auto das Gaspedal voll durchtrittst, dann verbrennst du viel Energie und viel Kalorien. Wenn du beim Motor das Gaspedal voll durchtrittst, dann verbrennst du viel Energie, also Benzin oder Diesel, was du halt auch immer fährst. Und wenn du hier im Training sehr intensiv arbeitest, verbrauchst du viel Kalorien. Woraus diese Kalorien letzten Endes kommen, ob die aus Kohlenhydraten kommen, ob die aus Fetten verstoffwechselt werden, das ist wieder eine andere Sache. Da möchte ich aber jetzt gar nicht unbedingt drauf hinaus. Ich möchte darauf hinaus, dass häufig Folgendes passiert. Und zwar, die Leute trainieren ein intensives Ausdauertraining, verbrennen viel Kalorien, verbrennen viel Kohlenhydrate und haben nach dem Training unheimlich Hunger und essen natürlich nach dem Training. Und was sie essen, sind in der Regel auch wieder viele Kohlenhydrate. Dadurch sorgen sie eigentlich nur dafür, dass sie den Kohlenhydratstoffwechsel schulen. Das heißt, sie bringen dem Körper bei, Kohlenhydrate effektiv zu verbrennen und auch effektiv wieder aufzuladen. Das kann dazu führen, dass das Ganze ein Nullsummenspiel ist. Der Trick ist nämlich der, oder das Wichtige ist zu wissen, dass wenn du keine funktionierende Fettverbrennung hast, das heißt, wenn der Körper nicht gelernt hat, unter Belastung Fette effektiv und effizient zu verbrennen, dann wirst du, wenn du dich intensiv bewegst, anteilmäßig vom Energiestoffwechsel sehr, sehr wenig Körperfett verbrauchen. Du verballerst im Prinzip nur Kohlenhydrate und gehst gar nicht so richtig an die Fette dran. Das Thema ist relativ komplex. Wenn jetzt jemand dieses Video sieht, der mich mit dieser Aussage, die ich gerade gemacht habe, kritisieren möchte, dann kann er das ohne Probleme tun, weil es gibt ganz, ganz viele verschiedene Gesichtspunkte. Man sagt zum Beispiel auch, dass Fett verbrennt im Feuer der Kohlenhydrate, was wiederum nichts anderes heißt, dass es ein Unterschied gibt zwischen relativer und absoluter Fettverbrennung. Das führt jetzt hier allerdings zu weit. Das ist Material für ein eigenes Video. Das möchte ich heute nicht erklären. Es geht heute wirklich um Folgendes. Es bringt nichts, intensiv zu trainieren, wenn du keinen guten und breit aufgestellten Fettstoffwechsel hast. Du musst erst dir einen Fettstoffwechsel antrainieren, damit du dem Körper beibringst, dass er wirklich gezielt und effizient Fette verbrennen kann. Und das machst du am besten in einer Belastungsintensität von ungefähr 60 bis 70, maximal 75% deiner theoretischen maximalen Herzfrequenz. Wenn du mit dem Polartrainingssystem trainierst, dann ist es dieser blaue Trainingsbereich. Die Grenze ist natürlich fließend, man kann das auch nie punktgenau sagen, aber für die meisten Leute ist das schon ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Dieses Training ist nicht intensiv, das ist moderat, das ist recht ruhig, da hast du sehr viel Sauerstoff zur Verfügung und deswegen antwortet der Körper damit, dass er die Fette mobilisiert, fettverbrennende Enzyme bereitstellt in der Muskulatur und mehr fettverbrennende Einheiten, die Mitochondrien, im Muskel erzeugt, sodass du effektiv und effizient Fette verstoffwechseln kannst. Wenn der Körper das gelernt hat und wenn dieser Fettstoffwechsel gut aufgebaut ist, dann macht es durchaus Sinn, höhere und intensivere Trainingseinheiten zu trainieren. Und dann ist auch dieser Spruch, das Fett verbrennt im Feuer der Kohlenhydrate, richtig. Denn dann hat der Körper gelernt, auch bei höheren, intensiveren Belastungen anteilmäßig immer noch viel Fett aus dem Energiestoffwechsel heranzuziehen.
Und dann funktioniert das auch sehr gut. Der Punkt ist nur, du kannst diesen Trainingseffekt, den Fettstoffwechsel aufzubauen, den kannst du nicht überspringen oder irgendwie wahnsinnig beschleunigen. Das ist einfach Fleißarbeit, das ist einfach regelmäßiges Training. Und erst dann, wenn du das gemacht hast, ist es sinnvoll und richtig, intensiv zu arbeiten, um mehr Kalorien zu verbrennen. Also die Antwort lautet, viele Leute verbrennen kein Körperfett, obwohl sie regelmäßig Fitnesstraining machen, weil sie im Ausdauerbereich für sich persönlich nicht im idealen, im optimalen Verbrennungsbereich trainieren, weil sie ihren persönlichen Trainingsbereich, den sie eigentlich einhalten sollten und müssten, komplett verfehlen. Und dann gibt es ein Nullsummenspiel. Wie du das persönlich machen solltest und was für dich der beste Trainingsbereich ist, das sagen wir dir gerne im persönlichen Trainingstermin, weil es ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Das kann auch sehr stark davon abhängig sein, ob und was du vorm Training beispielsweise gegessen hast. Frag uns gerne oder schreib deine Fragen in die Kommentare. Ich hoffe, dass wir dir mit dem Video wieder einen Schritt weiterhelfen konnten und ein paar Fragen beantworten konnten. Gib uns gerne einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Abonniere unseren Kanal. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.